Weihnachtszeit hier im Oberwallis ist. Ich glaube, dort hier zu Noten steht etwas Grosses an. Was habt ihr heute so vor? Also heute, 14. Februar, ist der Drachenausbruch. Das heisst, die Oberwalliser Fasnacht fängt heute an. Und wir sind eigentlich seit heute Morgen um 8 Uhr, sind wir schon dahinter, am Vorbereiten, die Wege zu wegmachen. Am Nachmittag findet dann noch die Drachenverschiebung auf dem Marktplatz statt, dass der morgen am Freitag wirklich pünktlich losgehen kann und alles bereit ist. Sozusagen ist der Drache erweckt. Wie kann man sich das vorstellen? Ist da eine grosse Vorfreude da? Also Vorfreude ist sicher gross. Also wir von den Drachentätern, wir sind 134 Leute und wir freuen uns eigentlich das ganze Jahr auf die 10 Tage Fasnacht, die wir jetzt noch erst feiern können. Und Vorbereitungen sind das schon seit 3/4 Jahr am Laufen eigentlich. Sprichst du es gerade ein bisschen ab? Vorbereitungen sind am Laufen. Im Zentrum Missionen sieht man schon verschiedene Lichter. Ja, seid ihr gut mit den Vorbereitungen? Also wir sind eigentlich, jetzt am heutigen Standpunkt, sind wir eigentlich so weit auf Punkt, wie wir das so haben. Wir haben am Montag und morgen um 8 Uhr wir das Zentrum Missionen übernommen, haben angefangen aufzustellen, einrichten und jetzt sind wir eigentlich bei den letzten Details, dass alles, dass eigentlich unsere Besucherinnen und Besucher, die hier in der Bund oben im Zentrum Missionen kommen, wirklich einen super Anlass und einen super Abend haben. Jetzt, wenn man den Drachen so sieht, kommt das Kribbeln immer wie mehr auf? Also es ist sicher immer ein spezieller Moment, wenn der Drache aus dem Lokal raus ist, wenn wir dann nachher der Kombi und der Traktor kommen, für die anzeigen, dass man das nachher auf den Marktplatz verschieben kann. Vielleicht hört man es schon im Hintergrund, jetzt sind wir gerade am Soundcheck dahinter, dass euch das Drachengebrüll in voller Lautstärke hier zum ersten Mal durchs Dörfchen halt. Jetzt, wie sieht es denn mit der Kraft auf? Fast nach Zeit steht ja noch bevor, geht es da noch gut? Also wir haben mit 200% angefangen am Montag und dann sind wir morgen und Freitag bei 100% und das längt für 10 Tage Vollgas Fasnacht.